gestern besuchten wir Weasleys zauberhafte Zauberscherze. Und heute geht es um einen zauberhaften Community Day. Am 14. November ist es soweit. Ein Samstag, stand heute also der Samstag in 2 Wochen. Und da erwartet euch von 0.01 Uhr bis 23.59 Uhr wieder viel Spaß und Spannung und Spiel in Wizards Unite. Doch am 14. November findet nicht nur der Community Day statt, sondern auch ein anderes, nennen wir es, weltbewegendes Ereignis. Und zwar wird mein YouTube-Kanal 3 Jahre alt. 3 Jahre. Ich sprach es gestern schon an. Und für das Video, da suche ich noch immer Fragen von euch. Fragen von euch an mich, über mich, meine Person, YouTube, Harry Potter, die Wizarding World, Wizards Unite, Hogwarts Mystery, sonstige Harry Potter Videospiele. Alles, was euch interessiert, schreibt es bitte in die Kommentare. Und zum Community Day, da erwartet uns was, ja, wie immer ganz Spezielles. Es geht um die Legenden von Hogwarts, genauer gesagt um die Registerseite Schachkammer. Und da finden wir viele nette Faunables und 3 von denen werden vermehrt auf der Karte spawnen, regulär und natürlich auch durch das Tonikum zur Spurenentdeckung. Und welche das sind, das verrate ich euch sehr gerne. Zum einen der junge Ron Weasley, Gefahrenstufe hoch, die junge Hermine Granger, Gefahrenstufe Ernst und Albus Dumbledore, Gefahrenstufe Notfall. Und wer die Seite vor Augen hat, der wird merken, hey, da fehlen noch ein paar andere. Unter anderem der fliegende Schlüssel. Diesen erhalten wir garantiert aus speziellen 1 Kilometer Portkeys, die an dem Tag spawnen. Also nehmt euch da genug mit, damit ihr eben dieses Fragment voll bekommt. Und dann noch die Zauberschachdame, die fehlt noch. Und da erhalten wir eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, diese aus Zauberer-Herausforderungen zu erhalten, wenn wir natürlich einen Runenstein der Legenden von Hogwarts verwenden. Aber nicht nur die Zauberschachdame, sondern auch das Buch Zaubertränke für Fortgeschrittene von der Seite Lehrsaal für das Fach Zaubertränke und die Mitgliederliste von Dumbledores Armee von der Seite Raum der Wünsche 5. Diese erhalten wir alle mit einer höheren Wahrscheinlichkeit aus Festungskämpfen. Und grundsätzlich gibt es bei den Zauberer-Herausforderungen auch wieder ein paar Boni. Boni, die es immer wieder jetzt eigentlich gab. Erhöhte Erfahrungspunkte, erhöhte Registerpunkte, Zauberenergie, wenn wir die Kammer erfolgreich abschließen. Und ab der Waldkammer 4 und höher ein garantiertes Registerfragment. Und da wurde ich auch schon das eine oder andere Mal drauf angesprochen, weil diese Infos nicht mehr auf den Grafiken von Orange Wizard auftauchen und in der Regel auch nicht mehr in den offiziellen Social Media Postings erwähnt werden. Und das liegt einfach daran, das habe ich selber nachgefragt, weil es mich ein bisschen verwundert und verwirrt hatte, dass das nun eben bei jedem Event so ist. Bei jedem brillanten Event, bei jedem Community Day, bei jedem Zauberer-Wochenende. Immer gibt es diese Boni auf Zauberer-Herausforderungen. Also merkt euch das, auch wenn ihr das nicht lest oder das explizit erwähnt wird, die Sachen sind immer dabei. Und zum Tonikum zur Spurenentdeckung, da gibt es auch noch was zu berichten. Und zwar wird an dem Tag am 14. November die Brauzeit auf 1 Stunde reduziert. Dann gelten weiterhin 50% Meisteranmerkungen. Das bedeutet, ihr braut ein Tonikum in 30 Minuten im normalen Kessel und in 27 Minuten im Mietkessel. Und diese 50% Meisteranmerkungen, die zählen an dem Tag auch auf Extimulo-Tränke. Das heißt, ihr könnt richtig losbrauen, Tonikum und Extimulo-Tränke, braut, was das Zeug hält. Und neben diesen ganzen Sachen gibt es natürlich auch wieder atemberaubende Spezialaufträge mit grandiosen Belohnungen. Zunächst schließt 5 Zauberer-Herausforderungen mit 3 oder mehr Teamgefährten erfolgreich ab, verwendet 7 Extimulo-Tränke, wendet 4-mal Meisteranmerkungen an, befreit 15-mal den jungen Ron Weasley, befreit 12-mal die junge Hermine Granger und befreit 10-mal Albus Dumbledore. Und dafür gibt es an Belohnungen unter anderem einen Silberschlüssel, 40 Goldmünzen, 3 Zauberbücher und
3 Bücher der Verteidigung gegen die dunklen Künste und so langsam bewege ich mich auf die 100 zu und so langsam werde ich endlich den letzten Skillpunkt skillen und dann werde ich so langsam bald mal endlich die Goldgeschenke erhalten und da bin ich schon super gespannt drauf. Und zum Schluss, womit enden wir immer? Mit den Bundles. Es gibt wieder ein kostenloses Geschenk mit Trankzutaten und 25 Zauberenergie. Dann gibt es ein SOS-Bundle mit 2 Tunikum zur Spurenentdeckung, 5 Silberschlüsseln und 50 Zauberenergie für 470 Goldmünzen. Und ein Community-Day-Bundle mit 5 Runensteinen Level 4 der Legenden von Hogwarts, einem Trödeltrank, 5 normalen Extimulo-Tränken, 5 effektiven Extimulo-Tränken und das Ganze für 420 Goldmünzen. Und bevor wir das Video hier beenden, möchte ich noch auf eine kleine Werbung hinweisen. Weihnachten steht so langsam vor der Tür. Wir alle kaufen Weihnachtsgeschenke. Viele von euch sicherlich auch aufgrund der aktuellen Situation online bei Amazon. Und deswegen möchte ich auf meinen Affiliate-Link bei Amazon hinweisen. Also wenn ihr da was kauft, nutzt gerne den Link herrknüps.de/Amazon. Einfach eintippen in den Browser oder unten in der Videobeschreibung findet ihr das auch verlinkt. Wenn ihr über den Link was einkauft, dann verändert sich für euch der Preis nicht, aber ich erhalte eine kleine Provision und damit könnt ihr mich eben unterstützen, meine Arbeit, unseren Kanal, in dem sich für euch eigentlich nichts ändert und ihr könnt euch die Weihnachtsgeschenke dann für die Lieben einfach nach Hause liefern lassen. Dafür schon mal ein großes Dankeschön. Und wie gesagt, das war's mit meinem kleinen Videoguide. Ich sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuschauen, tschö und gerne bis zum nächsten Mal.